Ja, hallo und grüßt euch und herzlich willkommen zurück zu Tschernobyl. Da sind wir wieder. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit diese Woche, da ich krank bin eigentlich. Also ich bin krank. Wer hat da genießt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen mehr Zeit. In letzter Zeit war es ziemlich schwer zu streamen. Aber da bin ich wieder. Gestern haben wir auch schon ein bisschen was aufgenommen. Ich werde nicht ganz so viel reden. Wenn jemand online ist, werde ich da die Fragen beantworten. Und ansonsten ein bisschen, was die Geschichte angeht. Sowie den Stalker, der uns gestern ziemlich kaputt gemacht hat. So, also, dann mal los. Wo ist unser Kollege? Achso, wir haben ja hier schlafen, ne? Warte mal. Ich habe doch eigentlich... Ah ja, die Klimaanlagen habe ich gebaut. Ja, ja, ja. Strahlungsreinigung. Was der alles, oder? So, was haben wir denn an Material? Haben wir viel Material. Fähigkeiten. Kann ich noch was freischalten oder nichts? Was ist das? Beim Umgang mit Waffen ist Präzision von großer Bedeutung. Deine hat sich gerade deutlich verbessert. Verfügbare Fähigkeitspunkte 3. Tasche. Wie kann ich denn die Tasche erweitern? Kann mir das einer sagen? Ich würde gerne meine Tasche erweitern. Aber wie mache ich das? Keine Ahnung. Dann werden wir erstmal materiallos. Hallo? Professor Chemenyuk. Igor. Вы там? Если вы меня слышите, ответьте, пожалуйста. Прием. Да. Кто это? Меня зовут Ольга. Я живу в поселке в Рыжем лесу. Наслышана о вас. Думаю, мы можем помочь друг другу. Слишком часто я это слышу в последнее время. Нельзя ли поконкретнее? Учитывая обстоятельства, ваша подозрительность понятна. Но у нас общая цель – выгнать Нар из зоны. Ну, я приехал сюда не для того, чтобы вести партизанскую войну против корпорации наемников. Да, я знаю. Вы кого-то ищете, как и я. Пожалуйста, приходите в наш поселок в Рыжем лесу, нам нужно поговорить. И будьте очень осторожны, ладно? Чудовища, как правило, они приходят ночью, но не всегда. Okay. Кто вы такая? Лесная партизанка? Я Ольга. Мы с моим отцом Матвеем заботимся о беженцах и самоселах в зоне. Это все, что вам сейчас нужно знать. Пожалуйста, приходите в поселок. Я не о себе беспокоюсь. Вы сделаете доброе дело. Если буду поблизости, обязательно загляну. So, sorry, ich habe gerade einen Anruf gekriegt und gleich, wenn der herkommt, bin ich mal für eine Sekunde weg. Aber es schaut eh keiner zu gerade. Also, werden wir erstmal Material weglegen, dann werden wir uns genug Munition besorgen. Hier, was macht man hier? Achso, Filter. Brauchen wir nicht. So, jetzt schauen wir mal. Werkstatt. Ich habe eigentlich genug Waffen. Ich brauche Munition. Hier. Das wird ein Kampf. Das sage ich euch. Passt. Lass mal das. Kann man die noch verbessern hier?
Oh ja, mehr Muni. Schaden? Magazingröße. Brauchen wir nicht. Reichweite, Stabilität, Magazingröße. Schaden. Schaden ist gut. Haben wir kein Zeugs für. Passt schon. Egal. Was haben wir hier? Okay. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen was weglegen. Haben wir keinen Platz mehr. Oh nein. Geh mal hier hin. Hier können wir noch was weglegen. Und zwar legen wir den weg. Den. Den legen wir her. Platzieren. So, was ist das? Revolvermunition. Die brauchen wir. Was legen wir noch weg? Schrotflinte lassen wir. Achso, Schrotflinte und das Gewehr, das brauchen wir. So. Das werden wir gleich mal alles sortieren, schön. Nee, geht nicht. Okay, dann lassen wir das. Und das andere, das werden wir alles weglegen hier. Und zwar hier hin. Warte mal, dann mal erstmal was herstellen. Und zwar. Was ist das hier? Für die Psyche. Brauchen wir nicht. Das ist. Eine Anwendung in Medizin, die mit Chernobylit angereichert ist. Strahlungseffizienz. Das können wir herstellen. Passt. So, den Rest legen wir hier rein. Das ist eine schlichte Mischung aus langsam gekochten Kräutern, regeneriert eine kleine Menge Gesundheit. Okay. Erhöht deine Stimmung und heilt die Psyche. Passt auch. Schrotflintenmunition. Weg damit. Brennbare Teilchen. Ey, warte mal kurz. So. Wir brauchen ja eigentlich noch ein Dings, ne? Nein, wo haben wir denn unser Lagerfeuerchen hier? Yep. So, können wir da was bauen, machen? Kann ich da nichts machen mit? Echt jetzt? Ach doch, jetzt. Herstellen. Was ist das? Das ist eine Salbe, die dem Körper hilft, deinen kleinen Teil der Strahlung. Das ist gut. Mach mal. Das ist... Salze entfalten eine milde, sofort entspannende Wirkung. Ihre Duft einatmen stärkt geringfügig die Psyche. So. Strahlung. Passt. Fertig. Gut. Komm wieder weg. Wie mache ich das weg? Verschrotten. Passt. So, und dann können wir das hier lagern alles. Also, drei haben wir davon. Eine haben wir davon. Was ist das? Metallplatten. Weg damit. Weg. Was ist das? Mechanikteile. Platz mehr. Kann ich das irgendwie sortieren? Nee, ne? Muss ich alles selber machen. Okay.
Pistole, Munition. Was habe ich nur noch? 15 Schuss? Scheibenkleister, das ist nicht viel. Das ist Schrotflintenmunition. Davon haben wir auch nicht viel. 40 Schuss, das ist auch nicht viel. Gar nichts, nicht viel, Leute. Aber gut. So. Zack. Jetzt wäre mal doch das los hier. Jetzt gucken wir mal kurz, ob wir uns das anlegen können hier. Nehmen. Sortieren, entfernen, verwenden. Passt. Super. Was ist das hier nochmal? Keine Ahnung. Das hier? Auch keine Ahnung. Was haben wir hier noch drin? Munition, die brauchen wir unbedingt. Weg. Hin. Hin. Schuss für den Stalker. Das ist alles für den Stalker, Leute. So, jetzt habe ich eigentlich so, da haben wir noch 20 Schuss. Passt, oder? Ja, wird schon passen. Dass ich die Dinger da nicht kaputt machen, wegmachen kann, das verstehe ich nicht. Aber gut. Jetzt machen wir hier noch was hin. Diese kann weg. Entschuldigung. Oh, 15 Schuss habe ich nur. Und das ist nicht gut. So. Drei Medipacks, dann diese Dinger, das ist für die Psyche. Psyche, Strahlung. Strahlung nur eine, echt jetzt? Das ist für Strahlung, okay, das dürfte reichen. Das ist diese Lösung aus Blau hilft dem Körper nach Verzehr bei einer Ausscheidung radioaktive Partikel. Habe nur eine Flasche von. Passt. Passt. So, jetzt sind wir fast nur auf Kampf ausgelegt hier. Egal. Schaffen wir schon irgendwie. So. Okay. Haben wir's, oder? Wird schon schief gehen. Was haben wir hier hinten noch? Achso, hier kann ich mir Rüstung herstellen. So, was haben wir hier noch? Noch mehr Rüstung. Ich würde zu gerne mehr Wo ist unser Kollege eigentlich? Ach, hier. Поехали. Ja, ja, ja. So. Wahrnehmung, Intelligenz, Kampf, Geschick.
Resistenz, Geschick. Nee, lass mal das. Revolver. Jetzt bin ich schon 15 Minuten dabei. Okay, Schnellmenü. Nein. Ach Mensch, ich bin doch blöd. Also. So. Wie mache ich das jetzt? Nehme ich diese? Nehme ich diese? Diese habe ich. Mal nehme ich diese, mach die dahin. Dann, diese ist gegen Psyche. Nehmen wir diese, machen die dahin. Das ist gegen die Strahlung, genau. Und das ist Lebensmittelpakete. Okay, cool. Ja, das wird schon passen. Na gut. Überfall durchführen, bla bla bla. So, grüß dich, lieber Zuschauer. Jetzt geht los hier. Also. Verbleibender Tag einer Medikam. Da hat er mich erwischt, glaube ich. Was ist das? Oh Gott, die Schrift ist so klein, hey. Roter Wald. Die Stimme im Wald. Olga, eine Bewohnerin eines Dorfes irgendwo im Roten Wald, hat Kontakt mit dir aufgenommen. Sie braucht deine Hilfe und will sich mit dir treffen. Sollen wir? Ja, aber noch einen Tag verbleibend. Also muss ich das jetzt machen. Okay, Medikamentenabwurf. Er hier. 80%. Da komm, dann mach du das. Und ich mach das hier. So, los geht's, Leute. Den Stalker werden wir jetzt beim nächsten Mal. Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? Jetzt? Bist du stehen geblieben? Nee. Ach, haben wir Glück gehabt. Verwalte deinen Kanal. So. Tag 5, Roter Wald. Dann schauen wir mal, dass wir die Frau finden, oder? Was sagt ihr? Strahlung 1,9. Wetter. Schönes Wetter. Bisschen windig. Bisschen grau. Aber das macht nichts. Das sieht ganz gut aus hier. Ich hoffe, die Grafik passt. Also, es sollen wohl viele Menschen unterwegs sein. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Schauen wir mal. Wir sind hier. So, jetzt kommt der Kollege. Eine Minute bin ich weg, Leute. Ich hoffe, das passt für euch.
Also, bis gleich. Bin wieder da. Ja, cool, du bist ja da geblieben. Das ist schön. So, also machen wir weiter. Also, wir müssen... Hier ist das erste Fragezeichen. Da haben wir Raumzeitverteiler. Ist ja geil. Da ist die Hauptmission. Keine Ahnung, was das ist. Ich war hier schon mal. Sicher war ich hier schon mal. Da sind, ist ein Schlosser. Cool. Da kann man Dietrich kaufen. Also passt. Gehen wir erstmal hier hin. So. Natürlich gehen wir erstmal woanders hin, weil ich möchte... Ich möchte natürlich Ressourcen kaufen. Farmen. Farming Ressourcen. Bevor der Stalker kommt und so. Und wir müssen natürlich tierisch aufpassen. Denn bei diesem Spiel sieht man die Gegner nicht gescheit wie im richtigen Leben. Was ist das? Ich mach mal lauter, der Sound ist geil. Das ist doch ein Monster, oder nicht? Nein, 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 nein. Sind hier noch mehr Monster? Aha, hier ist... Kann ich den auch so erledigen? Was meint ihr? Kann ich gar nicht so erledigen.
Zieh doch mal hin da. Der hört mich noch nicht mal. Ist das jetzt das Fragezeichen gewesen, oder? Das war also das Fragezeichen, okay. So, jetzt pass mal auf. Wenn wir hier lang gehen, dann ist es giftig. Also gehen wir dann mal da vorne lang. Erstmal zu dem Gebäude hier. Ist das Gift oder ist das Strahlung? Solange wir im Busch sind, sieht er uns nicht. Aber wie ihn auch nicht. Wo bist du? Jetzt machen wir erstmal ihn kalt hier. Hoffentlich kommt der andere Typ jetzt nicht. Wir brauchen das Material. Wo ist der andere Typ? Typ. Da ist er. Komm schon, dreh dich um. Nein, bitte nicht ins Gift reingehen.
nicht ins Gift reingehen. Ja, da kannst du ruhig hingehen. Da ist brav. So ist gut. Entschuldigung. Ups, das war falsch. Oh, die haben immer so schön viel Materialzeugs. Okay. Passt. Also hier waren wir schon überall. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch zu dem Verkäufer. Warte mal, wo bin ich? Ich bin dort. Ich möchte dahin zu dem Verkäufer. Ich hoffe, der hat was Gescheites für mich. Und danach... Hier hinten beim Hubschrauber war aber auch mal einer. Egal, danach sehen wir weiter. Schau mal, dass wir die Mission und den Stalker heute erledigen. Aha, Strahlung, okay. Passt. Da brauchen wir unsere Maske. Wie kann ich die jetzt... Schnellmenü. Maske. Maske. Tja. Kommen wir hier hin. Passt. Ach, Strahlung ist das, okay. Strahlung. Also brauche ich die blöde Maske nicht. 17. 16. Aber bei Gift können wir es nehmen, oder wie? Das haben sie schon geil gemacht hier. Jetzt kommt der Husten. Ach, ich weiß, auf welcher Karte wir sind. Uiuiuiui. Das sind zwei Leute. Muss mal schnell rüberrennen hier. Oh, ich habe ihm seinen Arm abgeschossen, na, wie dere. Tja. Bis jetzt alles gut. Alter Schwede.
Ja, komm, machen wir sie platt. Da haben wir nachher kein... Ja, wenn ihr mich töten wollt, was soll ich dann da machen? So, pass mal auf. Der hier bringt überhaupt nichts. Sortieren, entfernen. Verwenden. So. Ach. Ich will die entfernen. Passt, jetzt haben wir mehr Platz. Gesundheitlich können wir mal einen nehmen, oder? Verwenden. Super. Und kopfmäßig müssen wir auch was nehmen. Für die Psyche ist das, gell? Diese hier. Hallöchen! Da brauchen wir Dietrich. Aber da unten liegt noch Zeugs. Material. Oh, Material. Passt. Na. Sind wir so klein? Pilze sind immer wichtig. So, wo ist unser Freund? Der ist da, glaube ich. Ziemlich viel Strahlung, hä? Wo ist unser Freund jetzt? Keine Ahnung. Also das letzte Mal hat noch hier einer gesessen. Jetzt ist hier nur noch ein Rucksack. Das ist ja seltsam. Was? Wo ist hier ein Monster? Ich sehe hier kein Monster. Wo bin ich jetzt? Seht ihr ein Monster? Ich sehe kein Monster. Ich bin jetzt genau da. Da brauche ich Dietriche. Achso, da ist er.
Alles klar. Ich bin da. Dann halt die Klappe und bleib einfach drin. Ich muss mehr trinken, Leute. Spiele ich echt schon wieder 40 Minuten? Nee, oder? Das ist ja kacke. Dann halt die Klappe und bleib einfach drin. Nö. Aber speichern könnte ich mal. Falls ich sterbe, dass ich dann hier weitermachen kann. Dann halt die Klappe und bleib einfach drin. Aber wo drin? Willst du dich diesem Monster stellen? Ist hier einer, oder was? Ah, hier unten ist einer sicher irgendwo. Und da brauche ich einen Dietrich. Aha, verstehe. Also die denken, ich bin das Monster. Oder wie jetzt, hä? Ach, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal hier lang. Vielleicht sehe ich ja die Puppen wieder. Auf jeden Fall brauche ich ein paar Pilze. Lieber Zuschauer, wer schaut denn da eigentlich zu? Hier ist er in seinem Wohn... Ach hier, Hallöchen. Привет, уважаемый коллега. Gamalingamaya, saguya, gamalingamalingamaya. Plaudere mit ihm. Что вы вообще? Зона. Опасное место. Ну, наши секреты я раскрывать не буду, но, скажем так, в Припяти есть много бесхозных ценностей. Правда? Например? У тебя хорошая аура. Ты сам все узнаешь. Аура хорошая. Ну ладно. Я тоже кое-кого ищу. Может, и брата твоего найду. Благодарю. Пусть удача улыбнется тебе и поможет в поисках. Ja, ich habe doch schon deinen Bruder gefunden. Ich glaube, das ist der Typ, der da hinten in dem Haus unten im Keller rumsteht. Essensrationen gegen Ressourcen. Давай посмотрим, что у тебя есть. Erhalte 5 Elektroteile. Gelagert. Tasche. Erhalte 5 Kräuter. Pilze. Wie viele Essensrationen habe ich denn? Gelagert, produziert. Elektroteile habe ich eigentlich genug. Geht nicht. Geht nicht. Geht auch nicht. Macht nichts. Geh zurück. So, was brauchen wir da? Dietrich! Nein! Echt jetzt? Wieso geht das nicht? Der hat keinen Dietrich. Ach, Kacke. Ach, Mann. Ist ja Kacke. Счастливого пути, друг мой. Ja, gute Reise dir auch. So. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem Hauptziel.
zwar... Alter, schon wieder 45 Minuten, ich kriege einen Rappel. Gehen wir noch mal kurz hier hin. Irgendwie muss hier ein Keller sein oder sowas. Oder kommen wir übers Dach da rein? Hier geht's runter, ich sehe das doch. Aber wie kommen wir da rein? Keine Ahnung. Dort unten. Hui. Okay. Gibt's hier eine Kellertür oder sowas? Ne. Wie kommen wir da unten hin? Das muss ein ziemlich großer Bunker sein. Schau. Keine Ahnung. Okay, gehen wir zu unserer Hauptmission. Hier brauchen wir natürlich Schloss knacken für. Entschuldige. Die Hauptmission ist dort. Gut. Hier sind eigentlich auch noch ein paar Bösewichte. Oder habe ich die schon alle erledigt? Schau dir das an, da drin ist noch was los. Hallo? Oh, guck mal, was hier alles so rumliegt. Kommt ruhig, ihr Monster. Achso, wir müssen gucken, ob hier irgendwo ein Gewitter in der Nähe ist. Nö, ne? Alles klar. Natürlich, Schlösser knacken. Wie kann ich denn Schlösser knacken? Dietrich brauche ich davon. Da müssen wir lang. Ah, jetzt kommen wir wohl hier rein. Alles klar, verstehe, verstehe. Hallöchen. Я Игорь. Ольга просила прийти. Ольга! К тебе какой-то чудило! Игорем звать! Ты его знаешь? Или всадить ему пулю между глаз? Все нормально! Открой ему, Марко! Давай, давай! Sure, sure. So. Servus, großer. Привет. Слышал, ты из той компашки, с которой даже Нарс сыт связываться. И скольких ты уже завалил?
Mein Ruf eilt mir voraus. Ist das gut oder schlecht? Ich habe jetzt nicht alles lesen können. Я даже не знаю. Как-то не задумывался. Уже счет потерял, да? Молодцом. Продолжай в том же духе, и мы их одолеем. Вот увидишь. Ja, die Leute machen ja auch nur ihren Job, das, was ihnen gesagt wird. Ja, wo muss ich jetzt lang? Hallöchen. Was haben wir hier Schönes? Wieso habt ihr alle Gasmasken auf? Ich will eure Gesichter sehen. Servus, Olga. Servus, Leibwächter. Я чё? Похож на болтуна. Говори с главной. Halt die Klappe. Du siehst sowieso nicht aus wie ein Leibwächter, du Schmalspur-Hans. Профессор Хименюк, рада познакомиться лично. Нам предстоит большая работа. Я пришёл. О чём ты хотела поговорить? Несколько дней назад кто-то украл наши припасы. Мой муж, Костя, пошёл по следу воров. Теперь и он пропал. А потом к нам заявились какие-то наровские шестерки. Сказали, у них есть пленник, которого они хотят обменять на что-нибудь ценное. И ты думаешь, это твой Костя? По описанию похоже. Я бы что угодно отдала, не раздумывая, но, как видишь, у нас нет ничего ценного. Beeindruckend. Aber was genau ist das für ein Ort? Этот поселок, которым ты управляешь, потрясающее место. Никогда бы не подумал, что... Что посреди зоны живут обычные люди? Ты прав. Мы не обычные люди. Мы охотники. Знаем эти леса, как свои пять пальцев. Фраг nach Ольга. А что насчет тебя? Ты слишком молода, чтобы... Помнить Чернобыльскую аварию? Ну да. Я приехала с мамой из Минска после того, как умер папа. Я тогда была подростком. Мама была доктором. Она хотела помочь жертвам радиации в зоне. Здесь она встретила Матвея, и... Они друг другу понравились. Потом появились бойцы НАР и здорово нас прижали. Фашисты проклятые. Мама исчезла. Это было много лет назад. С тех пор обо мне заботился Матвей. Он меня всему научил. В Минске я была просто девочкой Эмма. Здесь... Я королева леса. An emo girl. Приехал два года назад с врачами без границ. Он остался из-за меня, но... Ну, остальное тебя уже не касается. Okay, dann werden wir mal deinen Jungen suchen. Bast. Ну что ж, вижу, ты по-настоящему заботишься о своих людях. Это мне нравится. Я постараюсь тебе помочь. Обещаю, ты не пожалеешь. Друзья всегда могут рассчитывать на наше гостеприимство. А врагов мы встречаем с дробовиками. Да, и водка. Вот еще. Водка, зима гуд. Которые забрали Костю. Наверняка наши припасы до сих пор у них. Хочешь, чтобы я и припасы вернул? Если получится. Но только после того, как спасешь Костю. Само собой. Твое желание – закон. Die Stimme passt nicht zu dem Protagonisten, muss ich sagen. Aber gut. Alles klar. Und jetzt kann ich mich ein bisschen umschauen. Anscheinend gibt's hier wohl nichts. Na gut, dann gehe ich wieder raus. Wo stehen eigentlich meine... Nee. Tasche? Fähigkeiten? Ich habe... Wie viele Fähigkeiten? Vier Punkte. Gefährten. Beziehungsstatus schlecht. Was ist mit dir? Kostja wusste zu viel über dich. Und seine Beziehung zur NAR war nicht eindeutig. Trotz Olivers Einwänden hast du ihn gehen lassen. Aha, okay. Ja, weil ich kein Unmensch bin. Ich töte doch nicht einfach irgendwen.
Herausforderung. Rollbiber. Verarbeitet und formt weiche... Den habe ich da schon hergestellt. Gasmaskenfilter. Das habe ich doch schon gemacht, Mann. Kochstelle. Rollbiber. Labor. Habe ich auch schon gebaut. Industrieschredder. Tschernobylit Synthetisierer. Achso, die muss ich noch herstellen. Aber wie mache ich das? Ist ja auch egal. Wo steht jetzt meine Aufgabe? Was muss ich machen? Karte. Wache. Ich muss jetzt eventuell zu... hierhin. Stimme im Wald. Da muss ich hin. Da gehe ich hin. Gehen wir. Grüß dich. Lässt du mich raus? Danke. So, Leute, aber der streamt nicht länger als eine Stunde. Das heißt, das Video, das ich rausbringe, darf nicht über eine Stunde gehen. Das heißt, ich muss jetzt mal Feierabend machen und ich starte gleich einen neuen Stream. Vielleicht bist du ja dabei, lieber Zuschauer. Ich hoffe es. Das wäre echt cool, weil dann macht mir das Reden viel mehr Spaß. Also bis gleich. Ich höre jetzt mal kurz auf.